So Leute, wir sind zurück, haben jetzt hier gerade ein paar Tage weiter nach vorne simuliert und haben ein neues Angebot bekommen von Manchester City für Thomas Müller. Und zwar der Thomas Müller hat einen Marktwert von 24,5 Millionen und geboten werden uns 34. Ist schon ganz ordentlich. Mal gucken für... Sagen wir mal für 40 würde ich hergeben, aber darunter geht auf jeden Fall gar nichts. So, wir haben unser zweites Testspiel. Hier gerade nur eine ganze. Auf Stufe 6 erhöht. Wissen wir wenigstens schon mal etwas mehr über ihn. Na gut, 2,5 Sterne. Wie ich gedacht habe, ist das jetzt nicht der große Fund. Hier haben wir neue Sponsorenangebote. Nehmen wir einfach oder schreiben einfach mal alle. Schreiben bringt immer gut Geld in die Kasse. So, jetzt gucke ich ja auch gerade nochmal Sponsoren, dass wir die Sponsoren ein bisschen bei Laune halten. Machen wir mal ein Meet and Greet. Und zwar mit Mario Gomez. Das freut. Ja, Geschäftsführer kümmert sich mal um. Das freut die Sponsoren noch bestimmt. Hier haben wir noch. Oh, nee, auflösen wollte ich die nicht. Okay, die Angebote sind da. Dann gucken wir mal bei dem Merchandise. Füllen wir mal hier den Bestand ein bisschen auf. So. Dann. Der Robin ist wieder fit, das ist gut. Der jetzt wieder in die Startelf. Passen wir das hier gerade nochmal an. Ja, das hier noch die Manndeckung einstellen. Und der Rest, der passt eigentlich. Dann müsste das. Oh! Gerade noch was vergessen. Haben wir unseren neuen Spieler noch, der wird natürlich noch mitgenommen. Dafür packen wir den Timoschuk mal raus und packen den hier mal rein. Dann müssen wir da tauschen. Ah, so rum. Das ist doch ganz gut. So, dann kümmert der sich um den hier. Der um den. Na. Der um den hier. Der und den und Philipp Lahm kümmert sich dann. Das wird sich um den hier kümmern. Der dann um den, okay. So. Hätten wir das fertig und den dann nehmen wir auf Sofortberechnung. So. Boah. So, ein schlagbarer Gegner wartet auf sie, zumindest auf dem Papier. Was sagt man den Spielern vor einer solchen scheinbar leichten Aufgabe? So, meine Spieler sind Profi genug, ich mache mir da keine Sorgen. Und das stimmt auch. Jetzt haben wir die Moral und das Selbstvertrauen noch mal ein bisschen gedrückt. Die nehmen wir ein bisschen runter. Naja, 2:0. Könnte besser sein, könnte aber auch schlimmer sein. Oh, hier gerade die Moral nochmal ein bisschen hochdrücken. So, das war eine super Ansprache und jetzt will ich aber auch was sehen. Oh, Eigentor. Zu 0.
alle drei von uns erzielten Tore waren von Thomas Müller. Ich glaube, das überlege ich mir nochmal, ob ich den wirklich abgeben sollte, falls uns Manchester United wirklich die 40 Millionen bietet. Na, da muss ich nochmal gucken, wie ich das dann entscheiden werde. Haben wir 1,5 draufgelegt, bringt aber auch nicht viel. Wie gesagt, unter 40 fange ich da erst gar nicht an zu überlegen. Ja, das sieht scheiße aus. Ja, Status beim Sponsor ist gestiegen. Gut. Hier sind die Verträge, die auslaufen diese Saison. Die werden uns aber mal später kümmern. Was ich noch vergessen hatte. Wir schicken jetzt mal ein paar Scouts los. Um möglichst viele Talente zu finden. Und natürlich die Talente zu finden, bevor sie von anderen Vereinen gefunden werden. So, Spanien. So, schauen wir uns mal die Jugendmannschaften an hier. Und von Bilbao nehmen wir auch nochmal mit. So. Der sich mal darum. So, den hier schicken wir auch mal los. Den schicken wir aber nach Brasilien. Wir gucken mal beim FC Santos. Bei Flamengo und wo noch hier bei auch nochmal. So, dann warten wir jetzt erstmal, was wir da alles haben an Scouten berichten und ich bin mal gespannt, ob wir was Interessantes finden, Leute. Transfers der Woche. Sami Khedira wechselt zu Manchester United. Nicht schlecht. Okay, die Ergebnisse des Trainingslagers. Na gut, das habe ich mir schon gedacht, dass die Frische unter der Hitze gelitten hat. In Dubai ist das ja kein Wunder. Kaufangebot von Holger Badstuber. Gehe ich auf keinen Fall weg. So, und jetzt gucke ich gerade nochmal, was uns hier noch an Finanzen übrig bleibt. 2 Millionen ist jetzt nicht die Welt. Wir können im Moment auch. Wir können auch im Moment auch nicht mehr um Geld bitten. Da wir da erst 4 Wochen warten müssen, okay. Dann muss ich mir gerade mal was. Gucken, ob es hier noch gute Spieler zur Leihe gibt. Den hier habe ich ja so ein Auge geworfen, aber der ist leider nur zum Verkauf da. Wir könnten ja mal versuchen, ob wir ihn auch leihen. Ja, nee. Klappt nicht, und an einem Spielertausch sind sie auch nicht interessiert. Schade.
gibt's hier noch zur Laie anzubieten? Thiago. Oh ne, fürs Mittelfeld haben wir uns ja schon Shahin ausgeliehen. Und gerade einfällt, haben wir bei dem eigentlich eine Kaufoption. Ne, ich glaube nicht. Okay, das hätte ich vielleicht noch einstellen sollen, dass wir da noch eine Kaufoption haben. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, als ich den Vertrag ausgehandelt habe, aber vielleicht lässt sich da ja noch was machen. Ja, komm, den nehmen wir mal. Oh, die sind schon bis zu 38 Millionen hoch. Gucken, ob wir den Preis da auch noch ein bisschen hoch drücken können. Geduld ist ja noch relativ hoch. Das heißt, da kommt vielleicht noch was. Schon auf 39 hoch, nein. Da wird weiter verhandelt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Hat sich besser entwickelt als gedacht und sich bei allen Fähigkeiten 2 Punkte verbessert. Das ist doch wunderbar. Der ist 11 Jahre alt, also der wird im Auge behalten. Scout-Liste. Wir hätten einen mit 4 Sternen. Das Talent mal ein bisschen hoch. So, jetzt werden uns die besseren Spieler unter den angezeigt. Und zwar haben wir hier einen 4,5 Talentstern fürs defensive Mittelfeld. Sieht ganz gut aus. Gucken, ob wir den hier irgendwie kommen können. Hat kein Interesse, schade. Dann hätten wir noch den hier. Okay, den können wir gar nicht unter Vertrag nehmen, weil er noch keine 16 ist, glaube ich. Und der Rest ist jetzt nicht so besonders. Läuft auch gut. Okay. Manchester. Wahrscheinlich hat Manchester gemerkt, dass ich hier den Preis noch ein bisschen hochtreiben will. Hat leider nicht geklappt. Oh. Und Maicon wechselt zu Real Madrid. Hier tut sich ja ganz schön was. Gucken, was uns noch Abelor zu Arsenal. Wolfsburg hat sich auch verstärkt. Jetzt unser letztes Testspiel, bevor wir in die Saison starten, haben wir noch eine kleine
Siegprämie hin. Die Motivation noch ein bisschen hochzutreiben. So, das passt so alles. Jetzt legen wir noch die Manndeckung fest. So, die Sonderbewachung bekommt dann der Mandzukic. Sofortberechnung und sagen mal, gebt euer Bestes. Beeinflussen eigentlich die Verträge ihrer Spieler, ihre Aufstellung. So, nein, nein, das darf nicht sein. Die sportliche Leistung entscheidet und sonst nichts. Und das stimmt auch. Es zählt nur, was auf dem Platz abgeliefert wird. Und Ribéry schießt das 1:0. Der Rest der ersten Halbzeit verläuft doch relativ ruhig. So, hier ist der defensive Mittelfeld, ist ja nicht so besonders. Dann die Innenverteidiger. Hier. Der wird motiviert und Ribéry wird natürlich gelobt für sein Tor, was er geschossen hat. So, die zweite Halbzeit. Gucken, ob hier noch was passiert oder ob es bei dem 1:0 bleibt. Oh, Nils Petersen macht das 2:0. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ist doch sehr erfreulich. Jugendturnier. Oh, wir haben im Finale 4:0 verloren. Auffällige Jugendspieler. Ist jetzt auch nichts Besonderes dabei. So Leute, jetzt gucke ich mir gerade kurz noch die Nachrichten alle an. Gucken uns mir gerade nochmal die Scout-Liste an. Und dann beende ich den Part auch mal wieder. Also, da ist auch nichts vielversprechendes dabei. Dann Leute, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dann, Leute.